Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserem ersten Event-Guide seit Monaten. Ich freue mich tierisch, endlich wieder für euch da zu sein. Am Wochenende gibt es wieder viel Public Viewing für die EM-Viertelfinalspiele. Und auch hier in Detmarode auf dem Marktplatz könnt ihr Public Viewing genießen. Einlass ist um 17 Uhr. Die Spiele folgen ja dann um 18 und 21 Uhr. Um 18 Uhr spielt Spanien gegen die Schweiz und um 21 Uhr Belgien gegen Italien. Ihr müsst einen negativen Corona-Test mitbringen, es sei denn, ihr habt schon eure Impfung bekommen oder ihr seid genesen. Das Ganze kostet überhaupt nichts hier zu gucken, aber ihr könnt euch auch für schlappe 3 Euro einen Sitzplatz reservieren, dann müsst ihr aber mindestens eine halbe Stunde vor Anpfiff hier sein. Auch am Samstag könnt ihr unter freiem Himmel hier auf dem Detmaroder Markt Fußball gucken. Und zwar um 18 Uhr Tschechien gegen Dänemark und um 21 Uhr England gegen die Ukraine. Und um 15 Uhr könnt ihr sogar den Kino-Dokumentarfilm Die Rückkehr der Wölfe schauen. Auch im Kaufhof gibt es natürlich wieder Public Viewing, zum Beispiel hier im Alt-Berlin. Hier werden alle Spiele gezeigt. Ihr müsst aber rechtzeitig da sein, weil reservieren könnt ihr nicht. Aber in der Zeit, wo ihr wartet, könnt ihr hier auch eine schöne Bratwurst essen. Außerdem hat auch das K4 wieder offen. Um 22 Uhr geht es da Freitag und Samstag los. Ihr müsst aber einen negativen Corona-Test machen, den ihr Gott sei Dank auch gleich hier vor Ort im Kaufhof machen könnt. Oder natürlich, ihr seid geimpft oder ihr seid genesen. Zum 3.7. sind die Cashback-Wochen in der City-Galerie. Einfach euren tagesaktuellen Kassenbon an der Kundeninformation abgeben und abstempeln lassen. Ab einem Einkaufswert von 50 Euro bekommt ihr einen 5-Euro-Center-Gutschein und ab einem Einkaufswert von 100 Euro bekommt ihr einen 10-Euro-Center-Gutschein. Zur Freude von Groß und Klein hat auch das Planetarium wieder offen. Zum Beispiel könnt ihr am Samstag um 15 Uhr die Vorstellung Das kleine 1x1 der Sterne sehen. Ihr müsst aber bitte Karten vorher reservieren, unter dieser Nummer. Am Freitag um 19 Uhr gibt es eine Sondervorstellung des Kunstvereins Wolfsburg. Und zwar wird ein Film gezeigt. Ich weiß nicht mal, wie er starb, wie ein Pflegeheim zur Corona-Falle wurde. Im Gartensaal vom Schloss Wolfsburg könnt ihr euch das angucken. Ihr müsst euch bitte vorher anmelden und danach gibt es auch noch eine Gesprächsrunde mit den Produzenten des Films und zum Beispiel auch unserem Oberbürgermeister Klaus Moors. Und falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, am Freitag eröffnet die Losteria in den Designer-Outlets Wolfsburg. Viel Spaß beim Pizzaessen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Fußballgucken, Shoppen gehen und endlich wieder Getränke und Essen in der Gastronomie genießen.